Klares Zeichen. Kapitel 5. Ich musste runter auf die Straße. Alles klar. Gut. Ich höre sie schon. Also wenig Munition über das hier. Okay, ich gucke lieber an jeder Ecke, wo einer durchkommen könnte. Aber hier überall anscheinend nicht. Kümmere dich um ihn! Feigling! Zur Hölle! Das Werfen üben wir nochmal, ne? Oh. Shit. Na, das hat natürlich gesessen, traurigerweise. Na gut. Komm her. Gucci, Gucci, Gucci. Na komm. 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 Komm, Shalom. Bechern. Frage ist jetzt oben oder unten lang? Wie sieht das hier richtig aus? Oder gehe ich nach unten? Mona war hier durchgekommen. Die toten Cleaner waren ein klares Zeichen. Okay, oben ist anscheinend doch der falsche Weg, also gehe ich erstmal oben lang. Weil kann auch sein, dass oben der richtige Weg ist. Okay, gut. Ja, ich will immer nur gucken. Das ist das Einzige, was für mich wichtig ist. So, das war die Tasche, die ich aufgeräumt habe. Hier war besagte Mona. Das heißt, unten ist es wahrscheinlich auch. Ist da jemand? Ich stecke fest. vielen Dank. Ja, da hast du einen gut bei mir. Jetzt fängt der Spaß erst an. Nur keine Angst, ich war auch mal dabei. Auch ich war ein Bulle. Wie du. Okay, folgen Sie mir. Das ja, Gas aus der geborstenen Leitung speiste die Flammen. Ich kam nicht vorbei. Ja, kostete nicht mal Ehe. Wie viel Zeit. Allein, sie hatte Angst, mir könnte etwas zustoßen. Ich hab meinen Arsch riskiert und sie lässt mich einfach sitzen. Ja, du siehst aus wie der Typ von unten. Aus dem Keller, der Penner. Ich hab angefangen zu saufen. Das hätte jeder getan. Ja. Ich mein auch. Boss hat mich in der Trinkerei gefeuert. Hatten die internen Schnüffel auf den Hals geschickt. Ja, das war dann das Ende. Schuld ist das System. Deine Bande von Heuchlern. Hier sind Leute drin gefangen. Oh, shit, was ist denn hier los? Die Scheißkerle haben die Tür verschlossen. Kommst du zu meiner Rettung? Ja. So ungefähr. Wir müssen hier raus. Wenn du die Flammen löscht, kommst du vielleicht durch ein Fenster im dritten Stock hinaus. Ein Mädchen muss sich verteidigen. Ich würde mal sagen, wir sind ein gutes. Violet. Violet, Baby! Ich bin dein Mann. Davon träumst du, alter Säufer. Du musst mich hier rausbringen. Zu dir oder zu mir? Hey, ich habe mit dem Hübschen hier geredet. Ich würde mal sagen, wir sind ein gutes Dreiergespann, oder? So. Ich fühle mich. Stehen bleiben, nein! Die haben den direkt gekillt, wow. So ungefähr. Wir müssen hier raus. Wenn du okay, ich dachte, die löscht, würden ein bisschen mehr aushalten. Kommst du vielleicht durch ein Fenster im dritten Stock hinaus. Den bleiben Schwuchteln! Ey! Aufpassen, wo du hinschießt. Hä,
Hey, Team Plane, stehen bleiben! Okay, sehr gut. Sie können anscheinend gehorchen. So, jetzt im Gleichschritt, ja? Was war das denn für ein Sneaky Bastard? Der war die ganze Zeit da. Kein Wunder, dass sie so aufgescheucht waren. Sehr gut gemacht. Ich speichere jetzt nochmal. Habt ihr euren Boss den Arsch gerettet? Muss ich mal Danke sagen, ne? Haben sie gut gemacht. Der Gashahn war im Heizungskeller. Okay. Erstmal hier gucken. So. Ist klar. Ey Leute, schiebt die Kisten aus dem Weg. Nachdem das Gas abgedreht war, war das Feuer im dritten Stock kein Problem mehr. Weg da. So, dann hoffen wir mal. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich neue Gegner gespawnt sein irgendwo. Jupp. Na. Wartet hier, ja? Ich glaube, da lebt noch jemand. Oh. Ja, mal sehen, wie lange der aushält. Ah, der hält ja doch was aus. Na gut, ne? Die Kleine ist da down. Ich lasse hier niemanden zurück. Das war irgendwie auch nichts, oder? Ne. Ich weiß auch nicht, welche Waffe da gut wäre für. Was ist das? Wow. Habt ihr überlebt? Ich glaube, ihr habt gar nicht mal mitgekämpft, oder? Ah, okay. Alles klar. Dann. Ich denke mal, der funktioniert nicht mehr, ne? Alles klar. Na gut, dann nehmen wir die Treppe. Moment, erster Stock, ne? Zweiter Stock. Dritter Stock. Oder? Habe ich mich gerade verzählt? Ah ne, das ist die richtige Etage, alles klar. So, das ist also meine Butze, oder was? Ne, das ist doch nicht meine Butze, oder? Das ist die Nebenbutze, ja. Tja, nicht mehr viel übrig von. Schade, schade. Schade. Kommt ihr mit, oder? Hey, mach du deinen Job, dann mach ich nachher vielleicht meinen. Ich geb dir von hier Deckung. Bist du am anderen Fenster? Jo, die sind an beiden Fenstern. Wohl. Super. Da ist der! Wow. Lebt ihr noch? Freunde? Ihr lebt beide noch, ne? Jawohl. Sehr gut. Übrigens ist es echt die falsche Waffe für den Job. Na, wo bist du denn? Naja. Ich gehe vielleicht auch mal ums Eck.
erstmal auf. Lebt ihr noch? Jawohl. Sehr gut. Oh oh. Ups. Fuck. Wie hat mich das denn jetzt gekillt? Egal, komm. Wir wissen ja, die beiden können das machen. So, jetzt aber. Also das Gerüst bricht ein, ne? Das Gerüst bricht ein, oder? Das war jetzt echt scheiße. Nochmal. Ja. Na komm. Ach, meine Fresse, habe ich da auch ungünstig gespeichert. Ihre Wohnung wurde überfallen? Das ist ja wie im Kindergarten. Ja, und was dann? Ein Kind mit einem Haufen Waffen, den Kopf voller Videospiele, verwandelt das Haus in einen Schießstand. Entzückend. Was zum Teufel ist los? Mit mir, meinte er. Ich hatte meine Zweifel über die Cleaner, die mich überwachten, und Mona. Nach Wladimir Lem steckte der Gangsterboss Vincent Gornetti hinter den Morden. Scheinbar hatte er einen Deal mit einem unbekannten Dritten. Vielleicht mit den Cleanern. Keine Ahnung. Irgendetwas passt nicht. Wenn das stimmt, stehe ich auf Gornettis Liste. Fast hätte ich Bravura angelogen. Ich redete mir ein, ich müsste zuerst die Fakten rausfinden, bevor andere die Beweise vernichten konnten. Aber das war eine Ausrede. Mona war mir unter die Haut gegangen. Davor konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Das war wichtiger als der Job. Sie hatte versucht, mich zu erreichen, die Nummer hinterlassen. Riskant, die Nummer auf der Wache zu hinterlassen. Verfolgen Sie den Anruf, dann werden Sie sehen, dass ich aus Hongkong anrufe. Winterson? Ich gebe Ihnen meine Adresse. Passen Sie auf, dass man Ihnen nicht folgt. Max, was geht da vor? Was meinen Sie? Machen Sie keinen Blödsinn.